Hey, und damit herzlich willkommen zum heutigen Daily Vlog. Heute bin ich zum ersten Mal in den Ferien so spät aufgestanden. Ich bin wirklich um 2 Uhr erst aufgestanden. Ich weiß, das sieht man mir vielleicht noch an. Ich habe jetzt Frühstück gemacht. Frühstück. Ich habe hier so ein Schokomüsli vor mir. Boah, stell mal scharf, ja. Da, so ein Schokomüsli einfach vor mir. Ja, also ich hoffe, es schmeckt. Ich habe es noch nicht probiert. Ich esse jetzt mein Frühstück und danach sehen wir uns hoffentlich wieder. Okay, Freunde, es ist schon sehr viel Zeit vergangen, weil wir waren noch im Kino. Das hat ein bisschen lang gedauert. Darum heute, das war, also heute habe ich, Alter, heute habe ich einfach nichts geschafft. Aber ich erzähle euch mal was über den Film, so was ich so genau gemacht habe, welcher Film und so. Ja, wir waren bei Ant-Man and the Wasp. Also, viele von euch, also die meisten müssen eigentlich wissen, dass ich ein Ultra-Marvel-Fan bin. Ich habe jeden Marvel-Film, also jeden Avengers-Marvel-Film geguckt, sage ich so. Die X-Men habe ich auch die meisten geguckt, aber nicht alle. Ich glaube, da habe ich nicht alle geguckt, aber von den Avengers habe ich alle Filme geguckt. Und Ant-Man and the Wasp, ey, wer Action und Comedy mag, das ist ein Film für euch. Der ist so lustig, so actionreich. Ich empfehle es echt weiter. Ja, also bevor ihr den Film guckt, müsst ihr aber Ant-Man 1 gucken, also normal Ant-Man und Infinity War gucken. Oder beziehungsweise guckt einfach alle Marvel-Filme. Ich meine es anders. Also, ich weiß nicht, wer sich jetzt damit so interessiert, aber die Leute, die Ahnung von Marvel haben, wissen, dass alle Filme irgendwie miteinander verbunden sind. Also jeder Film hat irgendwie miteinander was zu tun. Und wenn ihr den Film im Kino guckt, dürft ihr nicht direkt aufstehen, weil es kommen 2 After-Credit-Scenes. Die eine ist ultra wichtig und die zweite, ja, naja. Ja, heute mal wieder sehr viel geschafft. Nicht, was ist los? Ich kann ja die Kamera schwer ins Kino bringen und was soll ich denn da drehen? Wisst ihr, was ich meine? Darum, ja. Ich wollte einfach nochmal kurz über den Film was erzählen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich weiß, das war ein ultra kurzes Video. Es tut mir auch mega, mega, mega leid. Aber morgen kommt ein Tutorial. Ja, es kommt dann nicht ein Tutorial, sondern... egal. Seid auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe, euch hat es, wie gesagt, gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, falls ihr den Daily Vlogs schon verpasst habt. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns morgen zum nächsten Daily Vlog. Ciao.